Love Life Passport behind the scenes. Es ist Sonntag und es geht ein neues Instagram TV Video online. Genauso geht ein neues YouTube Video online. Und heute geht es um eine einzige Sache. Und zwar der Komfortzonenkiller. Wenn du nicht anfängst, deine Komfortzone zu verlassen, dann hast du von Anfang an komplett verloren. Zu dem einen oder beziehungsweise einer der wichtigsten Themen, die es überhaupt da draußen gibt, Komfortzone. Nicht aus der Komfortzone rauszukommen bedeutet Stillstand. Stillstand bedeutet im Prinzip, du bist einfach, ja, null. Du bist einfach nicht existent. So, ja, damit will ich nicht sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise so schlimm wäre, aber Fakt ist, egal wo du dich gerade befindest, ob du sagst, ey, ich bin gerade voll in der Veränderung drinne oder ich bin gerade so in meiner Findungsphase drinne oder du hast bereits die Entscheidung getroffen, tatsächlich rauszugehen, neue Dinge zu machen, andere Sachen zu machen, hey, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Dieses Video hier dient zu einem einzigen Zweck. Es gibt sogenannte vier Zonen, die du selber durchlaufen musst, um überhaupt aus der Komfortzone rauszukommen. Und diese vier Zonen, die zeigen wir dir heute und vor allen Dingen zeigen wir dir das an dem Praxisbeispiel, wie Annika als auch ich das Ganze gemacht haben. Komfortzone bedeutet nichts anderes, das ist da, wo du dich wohlfühlst. Da ist es warm, da ist es entspannt, da ist alles gut. Es gibt keine Probleme in der Komfortzone, es ist alles in Ordnung. Aber Erfolg und nicht nur Erfolg, sondern auch Geld und viele andere Dinge da draußen, was du mit Erfolg vielleicht definierst, liegt mit Sicherheit nicht in der Komfortzone. Und wir werden ein Stück weit unser wunderbares Flipchart hier mal einweihen, wenn man das so möchte, und euch mit auf die Reise nehmen über diese vier Zonen. Ich werde ein bisschen versuchen zu malen, ein bisschen versuchen zu euch damit mit meinen Kunstwerken versuche ich ein bisschen zu malen. Leg mal los. Okay, starten wir einfach. Also, Komfortzone bedeutet nichts anderes, als dass ihr in Sicherheit seid. Ihr seid in voller Kontrolle von allem, was gerade passiert. Alles ist entspannt, alles ist okay, alles ist, also es ist einfach normal. Von normal hat halt noch nie jemand was gehabt. Normal sein bedeutet, da zu bleiben, wo man ist. Das zu akzeptieren, wie es gerade ist. Und überhaupt gar keinen Willen zu zeigen, irgendetwas zu ändern. Wenn du dich da wohlfühlst und das für dich in Ordnung ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Hey, ich will dich überhaupt nicht irgendwie entmutigen, für wie es gerade ist. Aber wenn du wirklich the big shot haben willst, wenn du Erfolg im Leben haben willst, wenn du Erfolg anziehen möchtest, wenn du dich selber auf Erfolg programmieren möchtest, dann ist diese Zone hier, deine Komfortzone, die Sicherheits- und Kontrollzone, die Zone, wo du erst einmal raus musst. Also wenn wir tatsächlich mal hingehen würden, und das hier als einfach nur die Komfortzone beschreiben wollen würden. Komfortzone. Hier geht es wirklich einfach nur um Sicherheit. Die Frage ist wirklich, wie kommen wir hier raus und wie schaffen wir es von hier wirklich tatsächlich rauszukommen aus dem Ganzen und was muss man vor allen Dingen dafür tun? Und zwar musst du dafür erstmal aus der klitzekleinen Komfortzone, in der du dich so wohl fühlst, in die nächste Zone. Und zwar ist das die sogenannte Fearzone oder auch Angstzone auf Deutsch genannt. Soll ich malen? Ja. Das ist die nächste Zone, in die es geht. Und das ist meist auch schon so der erste richtig harte Schritt für die meisten. Denn da geht es los mit Selbstzweifeln. Kann ich das wirklich? Schaffe ich diesen Weg aus dieser Komfortzone raus? Bin ich gut genug, um meine Ziele zu erreichen? Bin ich gut genug, um erfolgreich zu sein? Dann kommen die Eltern, dann kommen die Freunde, die komplette Familie sagt, nein, Kind, das ist alles doof, was du machst, das schaffst du sowieso nie im Leben, was einen ja immer wahnsinnig zurückwirft. Und dann fängt man auf einmal an, Ausreden zu suchen und man erwischt sich immer wieder selbst dabei, wo man sagt, oh nee, jetzt gerade habe ich keine Zeit dafür, jetzt gerade habe ich kein Geld, um das zu machen. Und man findet all diese Ausreden, die eigentlich totaler Quatsch sind, aber man ja, gibt sich dann selbst so ein gutes Gefühl damit, dass es halt gerade mal wieder nicht geht. Und das ist die sogenannte Fearzone, die man unbedingt überwinden muss. Von der Fearzone geht es in die Learning Zone, denn dieser Übergang von Ängsten, von Selbstzweifel, von äußeren Einflüssen ist nichts anderes, als dass du jetzt anfängst, damit umzugehen. Wenn du jetzt aufhörst, dann heißt es natürlich, dass es vorbei ist und dass die Komfortzone einfach so bleibt, wie sie ist. Und dann schreibe ich gleich. Aber Fakt ist, du musst
von der Komfortzone raus in diese Fear-Zone, wo du deinen Ängsten dich stellst, die Selbstzweifel eliminierst, äußere Einflüsse abschneidest, wegdrückst, keine Ahnung was, und sämtliche Ausreden, die du in irgendeiner Art und Weise in dir hast oder dir selber versuchst einzureden, musst du dir ganz ehrlich selber morgens vorm Spiegel sagen, hey, pass auf, keine Ausreden, jetzt gibt's einfach nur nach vorne. Und dann kommst du in die sogenannte Learning Zone. Und die Learning Zone ist da, wo du Herausforderungen annimmst, wenn du dich der Herausforderung stellst. Wenn du sagst, okay, Sekunde mal, das könnte jetzt echt ein steiler Berg werden. Also das kann jetzt auch mal wehtun. Aber durch Herausforderungen wachsen wir doch alle. Herausforderungen sind doch genau das, wo wir rauskommen aus dem gewohnten Umfeld und endlich mal das machen, was anders ist. Wir fangen an, Probleme zu bekämpfen, Herausforderungen zu bekämpfen, und wir fangen an, vor allen Dingen Lösungen zu implementieren. Und jetzt passiert was ganz, ganz Wichtiges und einer der kritischsten Momente in der gesamten Komfortzonen-Killer-Lernsphäre. Und zwar, du lernst auf einmal neue Fähigkeiten. Du lernst neue Menschen kennen, du ziehst neue Menschen in deinen Bann, du hast ein komplett neues Unterbewusstsein dir programmiert, und jetzt fängst du an, tatsächlich Stück für Stück von der 1 auf eine 2, von die 2 auf eine 3, von die 3 auf die 4, von der 4 auf die 5, um wirklich einfach Schritt für Schritt für Schritt nach vorne zu kommen. Deswegen ist hier an dieser Stelle, nehmen wir mal grün meinetwegen, ja, nee, grün ist das letzte, Entschuldigung, hier müssen wir schwarz nehmen, und zwar wirklich Learning Zone, eines der wichtigsten Punkte zu lernen, um nach vorne zu kommen. Genau, ich muss jetzt hier nochmal einmal noch was hinzufügen, und zwar haben wir letztens die Rede von Fraser Brooks ja gesehen, und der hat genau zu diesem Thema neue Fähigkeiten lernen, nämlich was super Gutes gesagt. Er hat gesagt, die Fähigkeiten, die du jetzt hast, die sind vielleicht super, aber die bringen dich genauso weit, wie du jetzt gerade bist. Boom. Die werden dich niemals weiterbringen. Und wenn du weiterkommen willst, musst du neue Fähigkeiten erlernen, weil sonst wird nämlich gar nichts passieren. Und genau das passiert nämlich in der sogenannten Learning Zone. Ganz, ganz wichtig. Und wenn du das geschafft hast, wenn du so weit gekommen bist, dass du wirklich in der Lage bist, Herausforderungen zu bekämpfen, Probleme zu bekämpfen, Lösungen zu finden für diese Probleme und wirklich auch gewillt bist, Lust hast, neue Fähigkeiten zu erlernen, dann kommt die sogenannte grüne Growing Zone, also die Zone, wo du dich wirklich weiterentwickelst, wo du es fast geschafft hast, aus deiner Komfortzone herauszukommen, denn das ist die Zone, wo du wirklich deine Ziele neu steckst, wo du wirklich Bock hast, jetzt richtig Gas zu geben, weil dann merkst du es, du siehst die Veränderung, du siehst, dass Dinge funktionieren können, du siehst, dass du deinen Träumen schon bereits ein Stückchen näher kommst. Also fängst du an, neue Ziele zu setzen, du fängst an, nochmal deine Träume wirklich zu überdenken, nochmal dir deine Träume auch wirklich vor Augen zu führen, vielleicht dein Vision Board zu machen. Du fängst wirklich an, Hürden so richtig aus dem Weg zu räumen. Ist nichts mehr mit, oh, kann das jetzt vielleicht klappen, sondern du gehst dahin und wirfst die Steine aus dem Weg, no matter what. Genau. Und du findest auch endlich die Bestimmung deines Lebens. Du findest dein Warum. Warum machst du das alles? Warum räumst du diese Hürden aus dem Weg? Und wenn du das gefunden hast, dann ist sowieso alles tausendmal einfacher. Bis zu 98% der Menschen schaffen es nicht einmal von hier nach hier. 98% der Menschen. Das ist unter anderem einer der Hauptgründe dafür, warum 98% oder beziehungsweise mittlerweile 75% der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur unzufrieden mit ihrem Job sind, sondern ihren Job einfach hassen. Und ich habe da eine ganz, ganz eigene Einstellung zu. Und Annika kann ja auch gleich ihre Einstellung so ein bisschen teilen, um vielleicht von unserer Seite auch ein Stück weit ein bisschen davon zu erzählen, wie wir, ich meine, wir waren ja hier und hier war ja alles gut und wir haben uns wohlgefühlt und alles war schön und Blumen und Holter die Polter, alle auf den Wolken und alles ist schön. Aber Fakt ist, dass hier halt nichts ist. Das ist eine Dead Zone. Da ist halt nichts. Da ist einfach nur, hey, ich wache morgens auf, es ist 9 Uhr, ich gehe zur Arbeit, ich setze mich in meinen Bürostuhl. Ich arbeite 9 Stunden, von den 9 Stunden habe ich 2 Stunden auf Instagram und Facebook verbracht, davon habe ich 1 Stunde gewhatsappt, dann habe ich 3 Stunden gearbeitet, habe ein bisschen Mittagessen gehabt, dann gehe ich wieder nach Hause, mache meinen Kram. That's not life, people. Hey, es gibt so viel Geileres da draußen, anstatt hier drinnen zu leben. Dann darf definitiv keine Reisen, keine Abenteuer, keine neuen Erlebnisse statt und es ist schlichtweg einfach nur langweilig. Fangen wir doch an, oder beziehungsweise sprechen wir kurz darüber, als wir angefangen haben, ich fange mal bei mir an, weil ich ja 2 Jahre vorher ausgewandert bin, als ich mit 21 die Entscheidung getroffen habe, das ist echt scheiße, habe ich alle meine Sachen verkauft,
was ich irgendwie hatte, also ich hatte nicht viel, aber ein paar Sachen hatte ich, habe alles weggegeben, meinen sicheren Job, unbefristeter Arbeitsvertrag, mein Gehalt, allem drum und dran, mein Leben, mein persönliches Umfeld, allem drum, ich habe alles weggegeben und ich bin ausgewandert. Warum? Weil ich gesagt habe, ich habe nur jetzt die Chance und wenn ich jetzt nicht die Chance greife, werde ich es nie in meinem Leben machen. Vor allen Dingen nicht, wenn Frau, Kinder, andere Einflüsse, Verantwortlichkeiten da sind. Ich bin nach Dubai und war in meiner Fear-Zone. Ich wusste nicht, ob Dubai funktioniert. Keine Ahnung. Ich hab an mir selber gezweifelt. Ich habe $600 im Monat verdient. Ich habe im ersten Jahr 30.000 Euro Schulden aufgebaut. Zum Glück nur bei meinem Vater, der mir zum Glück nicht wie eine Bank im Nacken hing und mir gesagt hat, du musst das jetzt zurückzahlen. Heutzutage, Papa, du hast dieses Geld zurückbekommen, das weißt du. Nur so als Info, falls du das Video hier siehst. Aber Fakt ist, ich hatte Selbstzweifel. Ich hatte auf einmal, dadurch, dass ich Selbstzweifel habe, haben andere Leute mir erzählt, ja Taylor, hey, komm noch nach Hause. Du kannst doch, wir besorgen dir wieder eine Stelle. Erstmal haben die Leute gesagt, nach 2 Wochen wirst du sowieso wieder zurückkommen. Das war erstmal die erste Herausforderung. Richtig. Und auf einmal habe ich mir selber erzählt, ja, stimmt. Vielleicht macht es nicht so viel Sinn. Vielleicht geht es nicht. Und dann kam sie und hat mir jedes Mal wieder eingeredet und gesagt, bist du bescheuert? Wie sieht das denn aus? Du bist doch gerade erst gegangen. So, da hat sie mich natürlich hier an den, ne, wisst ihr Bescheid, gehabt. Das heißt, ich bin aus der Fear Zone, bin ich rausgekommen, ich habe mich da rausgearbeitet, habe allen negativen Einfluss weggeschoben und bin in die Learning Zone gekommen. Ich habe auf einmal neue Fähigkeiten entwickelt. Irgendwie war alles, was so ein bisschen negativ war, andere Menschen, die von außen gesagt haben, dass irgendwas nicht funktioniert, habe ich gesagt so, hey, stopp, ich will das nicht hören von dir, du kannst gerne deine Meinung deinem Hund erzählen, aber ich will deine Meinung nicht hören, weil deine Meinung ist negativ und die hilft mir einfach schlichtweg nicht weiter. Ich habe angefangen, Probleme zu lösen. Ich habe angefangen, meine Schulden zurückzubezahlen. Ich habe angefangen, die Möglichkeit tatsächlich mir zu schnappen. Ich hatte einen scheiß Job, der mich nirgendwo hingebracht hat, mit keinem Geld, der hat mich zwar nach Dubai gebracht, aber nirgendwo weiterhin gebracht. Das heißt, ich musste mir einen neuen Job suchen. Ich habe einen neuen Job nie gesucht. Ich habe Menschen in mein Leben gezogen, die mir geholfen haben, einen neuen Job zu finden. Bin dann aus der Learning Zone raus und habe dann 2 Jahre hier in dieser Wachstumszone verbracht. Die ersten 2 Jahre waren der Wahnsinn, weil ich habe mir neue Ziele gesteckt, ich habe Träume gehabt. Ich habe auf einmal angefangen, boah, krass, das Auto würde ich auch gerne mal fahren. Ich habe irgendwann gesagt, so boah, mit Annika würde ich echt gerne die Welt bereisen. Irgendwie habe ich voll Bock, ein antinormales Leben zu leben. Komplett kontrovers zu leben, was mir die Gesellschaft beigebracht hat. Ich habe Hürden überwunden. Ich bin über mich selbst hinausgewachsen. Und ich habe meine persönliche Bestimmung gefunden. Und ich habe selber zu mir gesagt, hey, no matter what, hier, das ist meine Zone. Hier will ich hin. Hier bin ich. Hier fühle ich mich wohl. Ich bin mit Sicherheit noch nicht am Ende von meiner Wachstumskarriere, wenn man das so möchte, weil du dich jeden Tag weiterentwickelst, neue Situationen, neue Herausforderungen kommen. Aber hey, hier, rückblickend, war es echt langweilig. Und bei dir, wie war es ähnlich? Ja, im Grunde genommen genauso. Also die Komfortzone bei mir war halt einfach, okay, meine kleine, schöne Wohnung in Köln, ich hatte meine Ausbildung immer noch, alles war gut, ich bin jeden Tag da zur Arbeit gegangen, hey, super, alles wunderbar. Und auf einmal habe ich einen Taylor kennengelernt, der dann nach Dubai gegangen ist und der dann meinte, ich möchte, dass du hinterherkommst. Und ich so... Ich habe nicht nur möchte gesagt, ich habe gesagt, am 1. Oktober 2016 bist du hier in Dubai, mir ist es schon egal, was du machst und tust, aber du bist da. Und für mich war es dann so, irgendwie hatte ich gar keine andere Möglichkeit, außer diese Komfortzone zu Ich habe sie echt vermisst. Aber natürlich... Ich habe sie wirklich vermisst, deswegen. Aber natürlich war es trotzdem genauso schwer. Und ich bin dann in diese Fear-Zone gekommen, wo ich wirklich, ich hatte den Taylor auf der einen Seite, der gesagt hat, ich möchte auf jeden Fall, dass du nach Dubai kommst. Und irgendwie wollte ich das ja natürlich auch. Aber auf der anderen Seite hatte ich eben meine Familie und meine Mama, die gerade, oder wir hatten gerade einen Papa verloren. Und das war echt so, ich hatte echt Angst, diesen Schritt zu gehen und Angst, meine Mama alleine zu lassen, die ja eigentlich immer gesagt hat, hey, es ist alles gut, Kind, geh, ich unterstütze dich, aber trotzdem war diese Angst einfach da und ich hatte Selbstzweifel, ob das wirklich der richtige Schritt für mich ist und ob das auch der richtige Schritt ist, meiner Liebe hinterher zu jagen. Und ja, also ich meine, viele haben gesagt, nee, mach das nicht, also nur für einen Typen nach Dubai jetzt auszuwandern und so. Gab es Menschen, die das gesagt haben. Da waren dann eben auch wieder so diese äußeren Einflüsse. Und das war echt eine richtig beschissene Zone. Ich würde sagen, noch schlimmer als diese bei mir.
Aber dann habe ich letztendlich diesen Schritt gemacht. Ich bin zu diesem Assessment Center gegangen, habe mich für den Job beworben, habe den Job dann bekommen. Naja, und dann war es halt eben so. Aber das war eben genau die Zone, diese Learning Zone, wo ich verstanden habe, okay, Annika, du kannst das, let's go. Und du hast jetzt diesen Job bekommen, was schon eine riesen Herausforderung für mich war. Aber ich habe genau diese Herausforderung gemeistert. Ich habe das geschafft, ich habe diesen Job bekommen. Also kannst du jetzt auch diesen Schritt nach Dubai wagen. Und genau das habe ich dann gemacht. Und dann bin ich nämlich in die Growing Zone gekommen, wo ich dann wirklich hier in Dubai einfach mein Weltbild sowas von geöffnet habe, wo ich so viel gelernt habe, wo ich mein Mindset einmal komplett umgedreht habe. Wirklich, als ich hingekommen bin, ich war eine sehr, sehr negative Person. Alles war noch irgendwie, gerade durch diesen Schicksalsschlag, ich war super negativ und irgendwie habe ich an allem was Negatives gesehen. Und Taylor war immer so dieser Positive, was ich, ja, zu dem Zeitpunkt gab es wirklich viel, viel Streit, weil wenn so eine positive und so eine negative Person aufeinandertreffen und dann auf einmal von Fernbeziehung auf Zusammenleben, das war echt nicht so einfach. Aber auch diese Herausforderung haben wir wieder gemeistert. Wir haben beide dazu gelernt. Wir haben beide uns dann gemeinsam neue Ziele gesteckt, genauso wie man es in dieser Zone eben macht. Haben an unseren Träumen gearbeitet, haben gemeinsam Hürden überwunden, sind beide gemeinsam einfach gewachsen und ja, letztendlich stehen wir hier. Und genau da kommt der Erfolg zusammen. Und wir wollen dir helfen dabei, wie du tatsächlich da rauskommst. Und daraus kommst du vor allen Dingen, wenn du dich zunächst einmal mit dem Thema beschäftigst. Und damit beschäftigst bedeutet, du guckst gerade dieses Video, du siehst gerade diese wunderbare Frau und den Typen mit einer komischen Cappy, die du vielleicht gar nicht kennst, die du vielleicht noch nie persönlich gesehen hast, aber vielleicht hast du dich irgendwo wiedergefunden. Vielleicht in der Komfortzone, wo du gerade bist. Vielleicht hast du die ersten Ängste schon irgendwie überwunden auch schon. Vielleicht bist du am Lernen oder vielleicht bist du auch schon in der Wachstumszone, also in der Growing Zone, hier oben angekommen. Vielleicht bist du aber noch gar nicht bereit, in irgendeiner Art und Weise das hier komplett zu durchleben. Aber eine Sache steht fest, wenn du dieses Video gerade schaust, wenn du das Video dir gerade anguckst, vor allen Dingen bis jetzt, hey, dann bist du auf dem besten Wege. Wir können dir nur sagen, dass wir mit all unserem, mit unserer Expertise, mit unserem Wissen, mit all dem, was wir irgendwie gelernt haben über die letzten Jahre hinweg, dir helfen wollen und dir das zeigen wollen. Und genau deswegen bist du hier auf diesem Instagram-Kanal, auf dem YouTube-Kanal unterwegs. Ich will noch ganz kurz einen in meinen Augen Master-Tipp wirklich mit auf den Weg geben. Und zwar, was mir einfach wahnsinnig geholfen hat, ist wirklich, dass ich eine Person an meiner Seite hatte, die das alles auch mit mir irgendwie gemeinsam durchlebt, die mich zieht. Die sagt, hey, komm, wir machen das jetzt gemeinsam und ich bin schon hier und ich warte auf dich und wir schaffen das gemeinsam. Und ich glaube, dass, wenn du so eine Person hast, also wenn du dir wirklich eine Person suchst, die das mit dir gemeinsam durchlebt, die dich zieht und die dich motiviert, dann ist es so viel einfacher, als wenn du das genau alles alleine machen musst. Und das muss nicht eine Beziehung sein, nee. Das muss nicht der beste Freund sein, nein. Das muss nicht wer auch immer sein, das können auch Mentoren genau. sein. Das können auch Menschen sein, denen du folgst auf Social Media, das können wer auch immer sein, aber such dir jemanden, der da ist, such dir bitte jemanden, der da ist, wo du wirklich hin willst, ja. Denn das ist dein Ideal und von diesen Menschen kannst du am meisten lernen. Und mit diesen Worten entlassen wir euch in einen wunderbaren Sonntag und wir freuen uns vor allen Dingen drauf, jetzt zu wissen, in welcher Zone du bist. Kannst du einmal in die Kommentare am besten runterschreiben und wo du vor allen Dingen hin willst und was für dich einfach Erfolg bedeutet. Und ansonsten schick uns gerne jederzeit eine Nachricht. Wir nehmen uns die Zeit, beantworten natürlich alle. Und ansonsten alles Liebe. Wir sehen uns nächsten Sonntag bei Behind the Scenes mit Love Life Passports.